was hier denn passiert? Schön. Einfach klasse. Ich fasse sicher eine Airsal drauf. Buchfans. Oh, wir sind wieder zurück mit einem React-Video. War schon eine Weile her. Was machen wir für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, so eine React-Video? Wir machen eigentlich eine Reaktion auf eure Mofas, die hier im Parking bei uns eingestellt sind oder die vielleicht via E-Mail so ab und zu mal reinkommen oder via WhatsApp. Also ja, und ich mache da eine Reaktion drauf. Also ich bewerte eure Mofas. Gut, ja, fangen wir einfach an, Jungs. Foto oder Bild Nummer 1. Ah, schau mal. Na, ja, Jungs, graue Farbe. Ich denke ein bisschen mausgrau oder vielleicht Nardo-grau vom Audi oder Porsche oder Skoda. Auf jeden Fall Fachgruppe. Ja, Jungs, mit dieser Farbkombination mit Schwarz ein bisschen tiefer gelegt am Hinterseite und auch vorne, denke ich. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ich kann es ein bisschen sehen, weil die Schwinge ist ein bisschen zu gerade. Also, ich weiß fast sicher, tiefer gelegt. Ja, ich denke, wenn ich das so sehe, ich sehe eine 15er Bing mit original Luftfilter. Immer schlau. Ja, Verstärkungsstrebe, schwarze Gabel, Stabi. Ja, Lenker. Echt ein bisschen deutsche Stil, denke ich. Ich kann es nicht genau sehen, weil ich kann das Kennzeichen nicht sehen. Biturbo-Auspuff. Bistonreifen mit Buchstaben weiß gemacht. Und ja, früher haben wir das gemacht in den 80er. Dann war das Jahre aus der Mode. Und jetzt, wenn ich das wieder so sehe, wow, ich finde das wieder schön. Ja, so kommt jede Mode kommt wieder zurück. We hebben nog een Bild hier in de Werkstatt. Ja, jongens, einfach eine gute Farbkombination. Cupini-Lenker kan ik jetzt goed sehen. PSR 70 Kubik oder eine Airsal, denk ik. Ik zie een Real Metal-Aufkleber auf diese Zündungkappe. Also, ja, einfach eine super schöne. Schöne, saubere Arbeit geleistet. Ich finde nur ein Ding. Oh, diese Kerzensteckerkabel. Oh, viel zu lang. Das fällt mir eigentlich gleich auf und finde ich nicht schön. Also, nochmal machen und satteln natürlich. Wieso auf diesem zweiten Bild ist das wieder so? Super. Nächste, nächste, nächste. Oh, was hier denn passiert? Ich sehe eine Puch Maxi Rider to Speed, denke ich, kann auch ein Puch Rider Macho Rahmen sein mit Two-Speed Teilen. Ja, höher gelegt. Ich sehe eine Monoshock. Aber wie funktioniert das denn, wenn das so gerade steht? Besseres Bild, Jungs. Ja, ja. Ich liebe es, wenn Leute so etwas bauen. Echt, das meine ich. Ich finde das ein Unikat. Farbkombination ist einfach affengeil. Dass die Räder so lackiert sind, finde ich auch einfach super. Dunkelblau mit Gelb, gute Kombination. Allerdings nur, ja, es ist ein Zweigang, sehe ich jetzt auch, aber eine Zweigang-Automatik. Ich sehe eine Schutzblech vorne, kann ich nicht so gut verstehen. EBR-Schwinge hinter, da ist ein extra Kettenrad am Schwinger eingebaut und darunter so eine Kettenspanne. Ja, finde ich super, weil sonst geht das nicht, wenn das so ist. Ich denke, die das fährt, ist 3 Meter lang oder so. Auch noch Buddy Seat. Das ist das Einzige, was ich nicht so schön finde. Ich würde das Buddy Seat mal tiefer legen. Dann machen wir noch ein Tutorial in kurzem, weil das ist schon ein bisschen Arbeit, aber ist machbar. Und dann kommt eigentlich dein Buddy Seat ein bisschen flach am Rahmen zu liegen. Ist etwas schöner. Lenker, ja, Crosslenker drauf. Ich denke, wenn man da noch eine Höhenlenker drauf macht, dann ist das wie, ja. Und Auspuff, wie geht das denn? Das ist Eigenbau, haben wir vielleicht ein Bild an die andere Seite. Auspuff verschwunden. Okay, na, bitte nochmal erklären in einer E-Mail oder von wem das ist. Bitte schreib das in die Kommentare, was mit deiner Auspuff passiert ist. Aber ja, super, Unikat. Ich liebe das, wenn Leute das machen, weil man kann jeder dasselbe bauen natürlich. Ne? Also ein echtes Projekt, super. Gut gemacht, gut gemacht. Nächste. Aha, Spanien, mein Urlaubsland. Eine Puch Minicross. Die sind da sehr viel verkauft. Und ich will eigentlich gleich eine Warnung machen, Jungs. Wir bekommen, weil die kommen jetzt, sehr viele aus Spanien kommen nach
Duitsland, Nederland, Österreich, Skandinavië. Maar we hebben vast geen ramenteilen daarvoor. Het probleem is, die zijn in licentie gebouwd. Also, die worden ook in Spanje gebouwd. Motor is een normale viergang, wie bij Monza, Cobra enzovoort. Maar weitere teilen, wie schwingen, schutzblech, tank, zattel, gabel, naben, maßen van velgen. Alles is anders. Also, natuurlijk arbeiten we eraan om teilen daarvoor te bekommen. Maar het is zeer, zeer schwierig. Die alte vormen zijn vast alle weg. Vielleicht dat een schutzblech van een ander model van een Yamaha uit de 80er. Of van Preston Petty. Is ook zo'n oude maak uit die 80er en 70er. Ik zie hier op jeden Fall een teil uit onze shop. Dat zijn deze EBR-gabel. Of schijnwerferoren nennen we dat alle. Also die zijn van de EBR, die zijn nog zo koud van geen probleem. Ik zie deze schijnwerfer met gitter hebben we ook in shop. Lenker is geen probleem, griffen zijn geen probleem, motortijlen zijn geen probleem. Maar ja, wenn ik zo zum Beispiel een kettenschut zie, is het echt specifisch voor deze Puch Minicross. Maar nou, zo'n Minicross zelf, ik vind het avant-garde. Rood met wijs, schöne rijven erop. Kan maar nog op die straten varen. Ik denk dat ze hier had. Ik denk aan kenteken, want die hebben we ook in Spanje alle met kenteken gevaren. Ik vind dat op ieder geval een. Daar zijn ook nog Carabella, Cobra's. Die heissen alle anders. Deze afkleber, die komen in shop. Die hebben we schon. Maar die moeten we nog snijden lassen. Maar also afkleber, dat is alles geen probleem, ziemlich einfach. Maar nu ook deze stoosdämpfer hinten, die zijn vol met veder. Er is een metraketcilinder drauf, dat is denk ik een 74 kubiek, die vindt man niet veel meer. Maar kan natuurlijk ook een airsal nemen, die zijn vast bouwgelijk als. Moest man nu zwart lackeren. Ja, die randen die moest man dan natuurlijk abslijven, dat die weer zo blank zijn of poliert, wie man wil. Vergaser is een Delorto met luchtfilter. Ja, luchtfilter vind ik zo een beetje blöd aussehen. Dat voelde ik dan een beetje, die hebben we ook zijdelijk. Dat ziet er wat schöner uit. Maar zeer schöne mofo. En ik denk in de toekomst zien we die veel meer, want in Spanje zijn die recht veel verkocht. Ja, absolute klasse. Ik denk het vast niet gerestaureerd. Ziet einfach klasse uit. Puch Minicross, jongens. Oké, nächste. Beinschild. Endlich. Super selten nicht zu finden. Und ja, Beinschild. Ich liebe Beinschild. Und ja, weiter. Was mir gleich auffällt. Baudennzüge. Oh, Mann. Ich finde das lebensgefährlich. Und ich finde es auch nicht schön. Aber weiter. Auch wieder ein Puch Maxi S. Tiefer gelegt. Ich sehe eine Schwinge. Und wenn ich das so gut, vielleicht kommt da so noch ein anderer. Das sieht aus, als ob es kein Original Puch Maxi S-Swing is. Vielleicht is het zo, vielleicht we hebben gleich een ander beeld. Maar, wat ik nog meer zie. ZA50 motor, met kickstarter. Mega selten. Maar hast du gezien wie die kickstarter am ramen zit? Of am voetrasten? Wie denn? Wie kan man dat kicken? Athena AEH, Powerbox zie ik. Een Proma CC. Ik zie een, ja, ik denk gekoetste EBR-koets met onze versterkte Stabi. Maar, schon wieder, wie öfter in mijn reactvideo's, jongens, schutzblech vorne. Bitte mach das drauf. Hebben we nog een anders beeld? Vielleicht. Ah, oh nee, is een EBR-schwinger, also in zwart. Goed, kon ik niet goed herkennen. Ja, dan zien we ook een grote vergaser. Is dat een Polini? Ben ik dat zo? Een Polini 24. Ja, want ik zie eigenlijk dat gleich deze einlass een beetje zu lang is. Ik denk dat komt, de raum voor vergaser is natuurlijk immer. Raum zu finden, das ist immer schlimm. Da ist eine HPI oder Seletra. Seletra ist da drinnen, sehe ich. Ich sehe, oh, hintere Bremse am linken Seite. Oh, dann ist man, hat man keine Angst. Und ja, diese schöne Deckel, Polradeckel finde ich absolute Klasse. Das dunkelgrün könnte ein Originalfarbe sein. Ja, diese, ich denke, ja, wenn diese Puch fährt, hat viel Bock auf PS und findet Motor eigentlich wichtiger, aber da sind schöne Details. Den liebe ik einfach. Also deze voetbremsen ook, ja, aan de linkerzijde, boah, levensgefährlich. Aber wenn man bremst rechts, ne? Met voetbremsen is vast immer rechts, ne? Wenn man dat niet gewöhnt is, und da komt zo een auto entgegen,
Oké, okay, slim. Ah, dan kunnen we weer das Beinschild goed zien. Met aufkleben, super aufkleben natuurlijk. Speichenreden, ook goed natuurlijk, ne? Weil das habe ich gar nicht noch gesagt, aber Speichenreden, einfach klasse. Speziell met zo eine, und da is nog eine Tacho so am Lenker gemacht. Ik vind dat zo, wenn das so gebouwd wird, ik vind das super klasse. Nur Schutzblech, bau den Züge kürzen. Ja, und dann ist das schon. Okay, nächste. Eine Pinto. Ja, eine Pinto aus den Staaten. Das kann ich eigentlich gleich so sehen, weil eine Pinto ist hier in den Niederlanden und in Europa eigentlich nie verkauft, weil hier der X30 ist baugleich. Also, die sind ähnlich. Das hier ist eine Rennmaschine. Ja, wieso kann man eigentlich sehen? Scheibenbremse vorne, hinten, da ist eine... Ja, da ist eine Auspuff drauf, der ist auf Maß gemacht, denke ich. Ich kenne den nicht so gut, sieht ein bisschen wie Homewood aus, aber ist viel dicker. Da sehe ich ein MVT, ein Ghilardoni-Zylinder, denke ich, Membraneinlass mit. Eine Vergaser kann ich nicht so gut sehen. Aber ja, eigentlich ist das Ding ISS-Stoßdämpfer hinten. Also ich denke eine echte Rennmaschine, nur da ist eine Scheinwerfer drauf. Okay. Ja, hier haben wir ein Rennbild. Hinten eine 5-Sternfelge, vorne eine Kreuzspeichenfelgen oder eine Snowflake. Und hier sind auch Schutzbleche drauf, auf 1. Und Scheinwerfer und Rücklicht. Okay, also ich denke eine Straßenmaschine, die so ab und zu genutzt wird als Rennmaschine. Sitzposition, wenn ich das so sehe, ist nicht so gut, weil ich würde dann, wenn ich es im Rennen einsetze, würde ich de Sattel nach hinten machen, weil jetzt ist das nicht so bequem. Aber ich denke, wir nennen das eine Runde um die Kirche rennen, also diese Dorfrennen. Tja, da kann man prima damit fahren. Ne? Einfach Scheinwerfer abkleben und Rücklicht ausbauen oder abkleben, ist das gut. Haben wir noch mehr Bilder davon? Vielleicht vom... Ah, okay, ah, ganz seriös. Da haben wir, ja, ich sehe ein Teil, das haben wir auch noch im Shop gehabt, jetzt nicht mehr. Diese Druckplatte kommt aus den Staaten, super erleichtert. Ich denke nur, wenn man das... nützt, man hat sehr wenig Reibungsfläche noch zum Kupplung. Also starten wird ein bisschen schwieriger, deshalb verkaufen wir die eigentlich nicht mehr. Da waren ein bisschen Probleme damit. Kurbelwelle, ja, gut, kann ich so gut sehen, was das ist. Die haben noch dieses Rad erleichtert, sehe ich. Das ist abgedreht, also dieses große Primärantrieb ist noch erleichtert. Aber sieht gut aus, net gemacht. Ja, haben wir vielleicht noch ein Bild von dieser Pinto? Da kann ich... Ah, ich sehe ein gutes T-Shirt. Wu-Tang Clan. Oh, da ist noch mehr dran gemacht. Pedalen sind noch drauf. Oh, wieder diese Schlauch am Hinterseite, Jungs. Oh, mach... Und am Vorderseite auch diese Bremsschläuche. Lebensgefährlich. Aber ja, da ist noch so eine... Ja, Kupplungsdeckel drauf mit extra Rippen drauf. Kenne ich so nicht. Aber schön. Silber. Chrom, immer gut. Und es sieht ziemlich gut gebaut aus. Das ist eine Hydraulik-Gabel, wenn ich das so sehe, Stabi drauf. Ja, gut. Nur ein paar Dinge zum Verbesserung und einfach klasse. Aber Motor ist echt boah, gut gemacht. Sieht gut aus. Schön. Einfach klasse. Dunkelgrün mit grau, Chrom, klassische Sattel, hohe Lenker. Ich denke typisch Skandinavien, wenn ich das so sehe. Sidepipe. Sieht man nicht viel. Ja, hier ist, das weiß ich fast sicher, eine Airsal drauf. Schwarz lackiert oder grau lackiert mit unseren PSR-Ansaugstützen und ein 21er oder 19er Vergaser. Kann ich so natürlich nicht sehen. Aber ja, diese hohe Lenker sieht man viel in Skandinavien. Oh, schön. Ah, ein Bild vom Motor, jongens. Ja, het Zylinder is lackiert, Ansaugstützen is lackiert. Ich sehe etwas, was nicht stimmt mit Skandinavien. Und das ist ein Puch Macho Reiderrahmen. Also ich denke, es ist ein Niederländer. Haben wir ja natürlich diese schöne Schalter zum An- und Ausstellen oder Licht oder was man will, Batterie. Hier am Rahmen deckt das Loch ab vom Luftfilter. Ich finde es sehr schön. Weißwandreifen, oh, meine Lieblingsreifen. Haben wir noch mehr Bilder, dass ich vielleicht noch etwas mehr erzählen kann? Kickstartermotor, immer gut. Da läuft ein Schlauch. Ist da eine hintere... hintere Bremsscheibe drauf. Vielleicht kann ich noch... Ne ah, ja, Scheibenbremse hinten, also ja, schön. Ich fand nur wieder, wenn wir wieder das Bild vom rechter Seite mal wieder zurücksehen, dann haben wir wieder eine Kerzensteckerkabel von 8 Meter.
Goed ze dat bitte, jongens. Goed, dat is ook levensgevaarlijk. Wenn man irgendwo aanhaakt oder man fährt met een vriend samen en de pedalen komen daar rein, is echt levensgevaarlijk. En ik vind dat ook niet schön aussehen. Weiter, Kickstart-Deckel poliert, hat man zich Mühe gemacht. Liebe ich. Aber das kann man ganz an diesem Bau sehen. Schlau ist auch, dass diese Kickstart-Rahmen, nenne ich das auch, von Macho Rider, die haben schon darüber nachgedacht, dass man normal den Kickstarter nach unten treten kann, ohne dass man dieses Schienbein, Scheinbein, Scheenbein, sagen wir in den Niederlanden, ohne dass man das beschädigt. Und wenn man das beschädigt mit Kickstart, oh, das macht echt so weh. Super saubere Bau. Ich finde Farbkombination von grün mit dunkelgrau oder anthrazitgrau finde ich einfach schön. Dan nog deze teilen die man hier aan motor zit met deze klipsen. Einfach saubere bouw. En dan nog alle grote motoren heb ik gezien, zijn nog abgedekt met zo'n plastic hulle. Bah, daar, daar, schön. Also jongens, dat waren ze voor deze woche. Wie du gezien hast, dat zijn alle beelden aus unserer parking. Also, hast du dein project fertig, stel die einfach daarin, schrijf dein setup dazu, alles wat du wilst. Einfach da einstellen und die ganze Welt sieht dein Mofa. Und vielleicht, wenn wieder eine neue React-Video kommt, dann zeige ich es mal und erzähle ich darüber. Okay, also, wir brauchen noch Abonnees. Vergessen nicht zu abonnieren. Drücke den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Und hast du Fragen, schreib die hier in die Kommentare oder schreib eine E-Mail an info@bookshop.de. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.